Ihr lieben Freunde meines Kanals, willkommen hier zurück zu Sword Art Online Alicization Lycoris. Vielen lieben Dank erstmal für die netten Kommentare unter der letzten Folge. Es ist schön, dass wir hier einfach so nahtlos weitermachen können, trotz der kleinen Auszeit. Ja, ich sammle hier noch ein wenig Minzblatt, mal gucken, was ich damit später anstellen kann. Und ich stehe gerade an einer anderen Stelle, einfach weil ich hier ein wenig umhergelaufen bin. Denn ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich mit dem linken Stick auch rennen kann. Ziemlich cool. Und das hatte ich jetzt einfach mal ausprobiert. So, das wollte ich sagen. Jetzt gehen wir nochmal zu einem NPC, der hier stand. Der hat ein Zeichen über dem Kopf gehabt. Das wollte ich mir nochmal genauer anschauen. Ich glaube, er stand hier hinten. Genau, einmal... Nee, es war dann auf der anderen Seite. War es dann du gewesen, genau. Und zwar ist damit unter Kadett Haun gemeint. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Stimmt etwas nicht? Ah, oh, du bist doch auch auf der Akademie. Hey, kennst du dich hier gut aus? Ich soll Erz kaufen, aber ich habe keine Ahnung, wo der Laden ist. Kannst du mir eine Karte zeichnen? Klar, das kriege ich hin. Wirklich? Den Göttinnen sei Dank. Die Hauptstadt ist so viel größer als mein Dorf und all die Leute. Echt unheimlich. Außerdem sehen alle Straßen gleich aus. Da muss man sich doch verlaufen. Also wäre es ganz toll, wenn du mir eine Karte zum Erzladen zeichnest. Erreiche das markierte Ziel. Zeig ihm den Erzladen. Okay, also einfach jetzt nochmal selber schnell zum Erzladen gehen. Das kriegen wir hin und können dabei gleich mal rennen. So, Yujiro, nimm die Beine in die Hand. Jetzt geben wir hier richtig Gummi. Dann haben wir hier... Ah ja, da, ich glaube, das ist dann für die Schnellreise. Ist aber noch uninteressant. Ah nee, ist nicht uninteressant. Da müssen wir gleich rein, denn... Dort kommen wir dann nach draußen und das müssen wir ja, denn da machen wir dann die externe Übung. So, wartet mal ganz kurz. Proviant. Werkzeug. Material. Vielleicht müssen wir da echt ganz genau hinschauen. Also welches Material hier so verkauft wird. Hier ist nochmal Proviant. Also Material, damit wird wahrscheinlich Baumaterial gemeint sein für das Crafting. Hier haben wir Werkzeuge. Aber Werkzeuge sind erstmal keine Erze, oder? Nee, Apotheker steht da. Genau, denn hier kaufen wir das Heilkraut. Hier haben wir ja auch das Heilkraut gekauft in der letzten Folge. Apropos, können wir ein bisschen Rüstung kaufen? Nee, das ist eine Waffenhändlerin. Ich suche ja nach Rüstungen. So. Nee, nee, Schneider. Nein, suche ich auch nicht. Genau, für sie muss ich den Ring finden. Machen wir später. Viel Glück. Dankeschön. Proviant ist auf jeden Fall was zu essen. Hier ist nochmal Proviant. Hier ist der Rüstungshändler. Bei dir schaue ich nochmal ganz kurz rein, weil ich natürlich ja, ganz kurz nochmal meine Rüstung verbessern wollte. Aber das wird nichts, denn das wird nichts. So, was verkaufst du denn? Eisenerz. Guck mal. Richtiger Laden. So, aber wie mache ich jetzt diese Quest hier? Also... Nee, also ich hab ihn doch. Hier, guck mal, genau. Nee, das ist ein anderer. Ich dachte, er ist jetzt mitgelaufen. Okay, ich habe jetzt diese Quest. Wartet mal. Und zwar unter Karte. Genau. Ist das jetzt eine Dienstquest? Genau, Karten für den Planlosen. Als Ziel festlegen.
Also erreiche das markierte Ziel. Okay, also bin ich hier noch nicht. Ah, okay, guck mal, da oben habe ich jetzt eine Feder auf... naja, dieser Richtungsanzeige. Und da vorne ist nämlich auch die andere Feder. Himmel, und was mache ich jetzt? Ist etwas passiert? Ja, Mezzalit und ich haben für uns passende Halsketten gemacht. Oh, Mezzalit ist meine Frau. Umwerfend schön, aber etwas naiv. Mir gefällt's. Okay, und wo ist das Problem? Ah, stimmt ja. Wenn ich einmal vom Mezzalit anfange, finde ich kein Ende. Also, wir haben passende Halsketten, aber ich habe meine verloren. Warum machst du keine neue? Aber das merkt sie doch sofort und wird ganz traurig. Das geht doch nicht, oder? Okay, ich mach das für dich. Ich sag dir, wo wir die Halsketten gemacht haben. Genau, Mezzalit hätte fast die rote und blauen Steine verwechselt. Ihr Gesicht, als sie das bemerkt hat, war so niedlich. Und dann haben wir... ich gehe dann wohl besser mal. Oh, stimmt ja, mach das. Danke, den Rest überlasse ich dir. Wow, was für Informationen. Gut, was sie nicht weiß, ist die Quest. Aber das hilft mir eigentlich gerade auch nicht weiter. Gut, dann ist das dann doch nicht so, wie ich mir das dachte. Ich suche immer noch die Markierung, aber ich glaube, da komme ich immer wieder zu neuen Nebenquests. Ich will jetzt diese Quest erstmal hier erledigen, weil sie so einfach scheint. Gott, habe ich da oben viel auf der Karte. Da kennt ja keiner was. Ohne Witz. Gut, also. Wir gehen nochmal in unser Questlog rein. Genau. Karten für den Planlosen. Zeig ihm den Erzladen. Wahrscheinlich muss ich ihn mitnehmen. Ich weiß es gerade nicht. Irgendwie muss man diese Quest ja erfüllen können. So. Okay, es gibt ja auf jeden Fall einige Nebenquests, die man hier annehmen und erledigen kann. Ich habe jetzt ja den Laden gefunden, der Erze verkauft. Das ist nicht das Problem. Jetzt muss ich ihm vielleicht davon erzählen. Ich muss ihm eine Karte zeichnen. Aber wie zeichne ich denn eine Karte? Ja, indem ich das markierte Ziel erreiche. Es ist da oben das, was ich mit was da mit diesem blauen Spickmarkierung markiert wurde. Wir gehen dem mal nach. Das sieht mir auf jeden Fall vielversprechend aus. Es könnte ja mehrere Erzgeschäfte hier in der Stadt geben. Ne, hier ist abgeschlossen. Das ist da zum Verrücktwerden. Wie erreiche ich denn diesen Ort? Gibt es hier noch irgendwo eine Nebengasse, in die man hinein kann? Hier vielleicht? Guck mal, das sieht nach einer Nebengasse. Okay, das könnte leider wieder eine unsichtbare Wand. Vielleicht sollte ich erstmal einfach so nach draußen gehen und die andere Quest spielen, um überhaupt weiterkommen zu können. Naja, geht schon wieder abgeschlossen. Lasst uns das mal später machen. Also ich glaube fast, wir müssen hier erstmal nach draußen. Ich meine, das macht zumindest Sinn, dass uns das Spiel jetzt erstmal beibringt, wie wir hier Nebenquests überhaupt machen können. Also nochmal so richtig beibringt. Wie wir auch dann die Schnellreise vielleicht benutzen können. Und dann können wir dann auch die Quests innerhalb der Stadt erledigen. Weil dann öffnet sich auch nach und nach die Stadt für uns. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor und hoffe, dass es so ist. Denn ansonsten weiß ich ja auch nicht, was ich hier machen soll. Alles so schwer. Ich spiele lieber wieder Dark Souls.
Na schön. Kordea-Ebene, Reich Norlangard. Dann mal auf zu unserem Ziel. Hi! Ja. Kirito und Yujiro bereit zum Einsatz. Schnellreisen sind jetzt verfügbar. Über bestimmte Punkte in verschiedenen Gebieten kannst du Schnellreisen ausführen. Registrierte Schnellreisepunkte werden auf der Karte im Hauptmenü mit einem Symbol markiert. Wähle einfach einen Punkt aus, um dorthin zu reisen. In der Weltkarte kannst du auch per Schnellreisen andere Gebiete wechseln. Zu weit weg war gestern. So, Statuseffekte. Einige Angriffe von Feinden können dich mit negativen Statuseffekten belegen, wie zum Beispiel Bluten, Gift, Brennen, Lähmung, Blind, Verwirrung. Einige Angriffe von Feinden können dich mit negativen Statuseffekten belegen, wie zum Beispiel starre Frostbeulen, Fesseln, Panik. SP-Einbuße, Max-RP-Malus, Kraft-Malus, also es gibt einige... Es gibt einige Negativeffekte. So. Schnellreisepunkt registriert. Gut. Und jetzt. Ja, würde ich sagen. Nehmen wir erstmal die eine Nebenquest raus. Ich glaube, die machen wir jetzt gerade eh dann nicht. Ah ja, jetzt habe ich meine Gruppe hier, die ich noch einstellen kann. Das machen wir aber gleich. Erstmal eins nach dem anderen. So, Aufträge. Ziel löschen, als Unterquest rausnehmen. So. Achso, ja genau, die Gruppe wollte ich mir noch genauer anschauen. Gruppe. Ich habe aktuell in der Gruppe habe ich Lina und Yujiro. Ah ja, nicht aus der Gruppe entfernbar. Okay, das kennen wir auch noch aus den anderen Spielen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt endlich wieder in der freien Spielwelt und wollen diese nicht nur erkunden, sondern uns auch den großen Bestien annehmen. Und wir haben hier ein Haus. Ein Haus im Walde. Wer kann hier nur wohnen? Wir finden es heraus. Wir klopfen an die Tür. Bam. So. Okay, gut. Anscheinend wohnt hier niemand, aber hier gibt es auch böse Bestien. Das soll bedeuten, die müssen wir jetzt erstmal fertig machen, damit hier überhaupt wieder das Leben in seiner normalen Form weitergehen kann. So, ein paar Käfers sind hier, sind uns aber egal. Ah ja, jetzt haben wir hier noch eine Statue. Oh, vor mir stehender Krieger, ich sehe, wie stark dein Geist ist. Ein Krieger war ich, steinern stehe ich, nach Sicherheit strebe ich. Stelle dich der Prüfung und befreie dieses Land von dem Bösen. Im Inneren solltest du diese Prüfung bestehen, so werde ich dir meinen Segen gewähren. Ah ja, okay. Aha, 10 Multihorn-Teufel muss ich dafür besiegen. Das kriege ich hin. Okay, dann. Ah! Koizuka. Das da ist wohl unsere Bestie. Hm? Okay, dann mal los. Ikoka. Gut so, immer wachsam bleiben. Okay, Leute, los geht's. Befiehl deinen Verbündeten, ihre Skills einzusetzen. Damit dein Hauptpartner seinen Schwertskill einsetzt, drückst du L1, um in den Seelenlink-Modus zu aktivieren. Die Skillpalette deines Partners wird nun eingeblendet, während du L1 drückst. Und du kannst mit den Tasten die gewünschten Skills auswählen. Okay. Ui! Let's go.
Ah ja, Gegner verhöhnen. Hat es jetzt funktioniert? Ach, scheiße, das war eine Explosion. Ich dachte, das wäre jetzt hier... Wo ist denn mein Gegner hier? Ach so, wenn ich das so mache, dann... Wartet mal. Nee, nee, ich will eigentlich doch weiterkämpfen. Ich will auch nebenbei auf meine... Heil-Items zugreifen. Wow. Wartet mal, ich habe doch Heilung dabei. Wie ging das nochmal? Nee, hiermit wechsle ich. Genau. Damit gehe ich in meine Skills. Damit mache ich das. Dann mache ich das. Ah, so ging das. Genau. So. Jetzt wieder geheilt. So, zurück an den Gegner hier. Okay, wir hauen richtig gut rein. Sehr gut. Ja, wie gesagt, es ist einfach kein leichtes Kampfsystem, muss man sagen. Oh, wir haben mit dem Bruch. Weg. So, wieder ein bisschen hochgeheilt. Okay, besiegt wer sie? So richtig reingefunden in die Kämpfe habe ich ja ehrlicherweise noch nicht. Also es ist immer noch ein sehr großes Button-Mashing hier. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt hingekriegt habe, dass er, also Yu-Gi-Oh! Aktiv den Gegner mal abspottet. Tja, das haben wir ja ohne Zwischenfälle über die Bühne gebracht. え?俺たち3人なら楽勝ですよ。どうしたんだ、ユージョ?随分機嫌が良さそうだな。いや、すみません。何でもないんです。なんだよ、話してくれよ。私も気になるね。 大したことじゃないんです。ただ、3人で冒険をしていると、なんだか昔のことを思い出して。昔のこと?うん。幼い頃にルーリットの村でも、こうして3人で毎日のように探検をしたんだ。僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、いろんな場所に行って、 村の人に怒られて。懐かしいな、本当に。
寂しいけど、同時になんだか温かい気持ちになれる。そっか。良い思い出のようだな。はい。もう一度あんな日々を送れたら。送れるさ。無理だよ。そんなことないさ。きっといつかアリスとセルカ、そしてユージをもう一度三人で探検できる時が来る。セルカ？ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて断られそうか？いや、違うんだ。今、確かに三人で歩いた頃を思い出して懐かしいと感じたんだけど。で、違う。セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも、三人って…うん、僕とアリス、もう一人誰だ。なんで僕は三人。大丈夫かユージは。うん、疲れているのなら早めに行ってくれ。無理は。大丈夫です。ユージを。Ja, wer den Anime kennt, der weiß natürlich, warum Yujiro hier an drei Personen denkt. Und weiß auch, wer mit der dritten Person gemeint ist. So, wir gehen jetzt noch die Multihorn-Teufel jagen und nehmen noch ein bisschen Zeug hier mit. Wie gesagt, ich habe noch nicht so ganz durchdrungen, wie das mit diesen Partner-Skills dann so richtig funktioniert. Also... Ah, ich kann auch ihre Sachen einstellen. Okay. Hier vorne wäre uns wieder eine Kiste in der Nähe. Da können wir auch nochmal schauen gehen. Oder machen sie diese Partner-Skills so automatisch? So von Zeit zu Zeit? Oder muss ich die X'en? Achso, ich kann natürlich auch... Achso, X'en geht natürlich nicht. Achso, weil das ein defensiver Skill ist. Und die aktiven Skills sind natürlich dann solche Sachen hier. Ah, okay, ich verstehe. Ah, okay, ich verstehe. Gut. Also ich verstehe nicht, denn ich habe es ja gerade falsch verstanden, als ich es im Kampf hätte machen müssen. Aber ja, da kommen wir noch rein. Übrigens, 15 Stunden dauert... das Tutorial. Also wir haben hier noch einiges vor uns. Und ich will jetzt diese anderen Gegner noch finden. Beziehungsweise auch die Truhe, die da in 70 Metern irgendwo kommt. Und Süßpilze ernten. Oh, Vorsicht jetzt hier. Hier wollte ich eigentlich so nicht runterfallen. Aber wir können ja mal diese kleine Schlucht hier mit erkunden. Honigameisen sind hier, mit denen wollen wir erstmal nicht kämpfen. An denen habe ich jetzt kein Interesse. Dann geht es hier hinten noch weiter. Oh, ein Flussbett. Ja, diese Multihorn-Teufel, die wollte ich mich eigentlich noch mal dran kriegen. Eine Kollerkröte. Oh, die sind aber auch alle im Level noch mal ein Stück weit höher als ich, ne? Also... Ah, muss aufgepasst werden. Also ihr merkt, dass die Gegner hier nicht so einfach zu besiegen sind. Also es ist nicht so, dass wir die hier alle mit ein, zwei Schlägen wegradieren. Ist kein Devil May Cry, sondern es ist dann tatsächlich ein Spiel, wo man die Stärke des Gegners nicht unterschätzen sollte. Jetzt nicht auf einem Souls-Game-Niveau, aber ich glaube, dass das Spielerlevel und das Gegnerlevel hier ganz stark miteinander skalieren. Also bist du zu
bist du zu schwach, ne? Dann wird das nichts. Gut, was haben wir denn da vorne? Ja, Multihorn-Teufel. Sehr gut. Na dann, Yu-Gi-Oh! Wow. Ich glaube, nächstes Mal anvisieren. Okay, die sind ein bisschen schwächer. So, davon müssen wir jetzt 10 Stück erledigen. Das ging ja recht schnell. Und da vorne sind die nächsten drei. Da geht das ja hier auch super. Okay, da habe ich doch zu wenig Power für. Kümmert ihr euch mal um das andere? Ich schnapp mir hier den. So, wie sieht's bei euch aus? So, das ist ein Säbelzahnfuchs, den wollen wir nicht. Noch nicht. So, 4 müssen wir noch von den Multihorn-Teufeln besiegen. Da vorne sind die nächsten. Oh, ich mag es, dass die Gegner diesmal so groß sind. Und man auch gleich von Anfang an, sage ich mal, Gegner dabei hat, die auch ein bisschen nach was aussehen. Ja, ganz oft bei solchen Spielen von am Anfang so gegen Pilze und Bienen kämpft. Gut, hatten wir jetzt auch natürlich gehabt, aber halt nicht in der Menge. Und selbst die waren zumindest ein bisschen größer. Yu-Gi-Oh! Braucht auf jeden Fall gleich Heilung. Ah, Kirito aber auch, ne? Oh, jetzt genau im richtigen Augenblick nicht geblockt. So, kurz mal hochgeheilt. So, für dich gibt's keine Heilung.
Ja, irgendwie kann ich halt nicht auf Yu-Gi-Oh! Wechseln. Gut, lass uns hier erstmal schnell den Kampf beenden. Level up, sehr schön. Yu-Gi-Oh! Schon Level 13. Nicht schlecht. Und ich bin hier noch auf Level 12 unterwegs. So, wo haben wir denn den letzten von denen? Müsste ja auch hier irgendwo in der Umgebung sein. Da unten. So. Kommen sie alle? Nö, kommt nur einer. Ich bin okay, keine Sorge. Ich versuche immer noch so ein bisschen das Block-Timing bei denen reinzubekommen. Gar nicht so leicht. Boah, aber auch Level 11, ne? Ein Pelz erhalten. Und 10. So, jetzt müssen wir hier nur noch abgeben gehen. Das war ja bei dieser einsamen Hütte in der Nähe, die wir gefunden hatten. War, wartet mal. Da lang. Genau, der Speaker hier auf der Minimap, der zeigt's an. Yes! Ich mag es, wenn man sich irgendwo über so Berge und sowas drüber springen kann. So spiele ich ja auch andere Rollenspiele. Ich versuche mal überall drüber zu springen. Da ist ein Berg. Bestimmt gibt es irgendwo Pixel, an denen man hochspringen kann. Also manchmal klappt es ja. Hier immer so zu versuchen, in solche Ecken reinzuspringen. Und manchmal ist da ja wirklich dann so ein Mini-Pixel, an dem man dann hochkommt. So bin ich in Skyrim und The Witcher 3 regelmäßig über die Berge gerannt, Leute. Aber was ich vorhin noch sagen wollte, was mich ja so an sehr vielen MMOs immer so ein bisschen geärgert hat, ist ja tatsächlich dieses, dass man am Anfang immer so gegen, also Gegner kämpft, die eigentlich keine sind. Man kämpft dann gegen irgendwelche Pilze oder gegen irgendwelche abgemagerten Hunde, wo man sich fragt, hey geil, was ist das denn für, was sind das denn so für Gegner? Ich will doch hier heldenhafte Abenteuer erleben, nicht der Aushilfsjäger sein. Aber es passt auch irgendwie, ne? Man muss auch Menschen bei ihrem, oder
den Bewohnern dieser Lande, sind ja nicht immer Menschen, sind ja auch oft andere Wesen, bei ihren Problemen helfen. Das ist ja dann immer auch dieser heldenhafte Gedanke. Und mittlerweile mag ich halt eher die MMOs, in denen man nicht zum großen Retter der Menschheit oder zum großen Retter der Spielwelt wird, sondern am Ende wirklich den Bewohnern bei ihren Problemen hilft. Aber gegen Pilze und Ratten kämpfe ich deswegen trotzdem nicht gerne. So, aber das ist ja hier zum Glück nicht so. Und diese Quest können wir jetzt auch zum Glück abgeben. Krieger, deine Stärke ist so groß wie dein Herz. Gehe mit meinem Segen. Dankeschön. Ein Skillpunkt erhalten. Sehr gut. So, da vorne wäre jetzt noch die eine Truhe. Aber die ist uns jetzt auch relativ Wurst. Ich würde sagen, wir suchen jetzt nach dem Wege zurück nach Centauria. Genau, hier ist diese einsame Hütte. Sie hat doch noch einen anderen Eingang. Vielleicht kann man ja hier hinein. Nein, sie ist fest verrammelt. Nun gut, dann ist dieses so. Was ist das da eigentlich? Die Reste eines Zauns, nehme ich an. So, wahrscheinlich kommen wir jetzt hier hinten über die Schnellreisefunktion dann zurück zur Akademie. Erstmal speichern. So, und jetzt deswegen heißt es Centauria, weil es halt in der Mitte ist. So, wir müssen jetzt hier zurück. Denn hier ist dann auch die Akademie. Aber wie kommen wir jetzt wieder rein? Wie können wir diese Schnellreise nutzen? Gibt es da ein Tutorial, was man noch mal lesen kann? Mhm. Oh, wir können auch in der Gruppe wieder rekrutieren. Okay, um einfach unsere Gruppe aufzufüllen, um eine jeweilige Klasse. Genau, kehre zurück. Was sagt denn hier meine Vorwegmarkierung? Die sagt, gehe hier hinten lang und dann hier den Weg nach oben und dann einfach nach Centauria rein. Na gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Machen wir es so, wie es die Vorwegweisung sagt. Also an Spielmechaniken haben sie hier wirklich nicht gespart. Da haben sie wirklich einiges reingebaut. Aber erstmal zu begreifen, wie das alles funktioniert, mal wieder nicht so einfach. Bedeutet aber, es gibt da noch drei andere Abschnitte dieser Welt, die wir auch noch erkunden können. Oh. Genau. Es ist jetzt Nacht. Na, Yuzio. Gakuin-sokte, donna kimari ga attake? Mou, Kirito. Sonna koto wasureru nante, taigaku ni natte mo shiranai yo. Gakuin-sok wa, Shuken-gakuin no gakusei ga junshi suru koto wo sadamerareta kisok da yo. Yabureba shobatsu wo uketari. 下手すると退学なんてことにもなっちゃうから気をつけないとね。学院則でしちゃいけないことって何があったっけ?
そうだね。まずは学院の中のものを壊しちゃいけない。なるほどな。じゃあ苛立って壁なんて蹴ったら大変なことになるわけだ。それから門限破り。なんで俺をじっと見つめるんだ、ユージオ。いや、キリトは門限破りの常習犯だから心配だなと思って。そんなに門限破りしてるかな。リーナ先輩の稽古に付き合っていてちょっと遅くなったことはあるけどさ。いや、君は毎回それを理由にしてるけど、かなり多い方だと思うよ。そうか。じゃあ気をつける。退学になったら元も子もないからな。うん、そうしてくれた方が僕も安心かな。あとは上級生に父兄を働くこと、これも禁則事項だよ。父兄か。それって失礼な発言をするとかか。それもあるだろうけど、その上級生が父兄と感じた出来事が懲罰の対象になるから、何が父兄になるかは分からないよ。じゃあ大して悪いことをしてないのにイチャモンをつけられるってこともあるのか。退学にまではならないよ。父兄を働いた場合は上級生から懲罰権でお仕置きされるみたいだけど。退学までにならないとしても、それはそれで怖いな。分かったかい、キリト。これが学院則だよ。ああ、もう完璧だぜ。本当かな。Das sind ja wirklich tolle Schulregeln. Man kann irgendwie für alles bestraft werden, sobald irgendjemand der Meinung ist, es wäre respektlos. Ja. Morgen, Kirito, heute ist Prüfungstag. Wurde auch Zeit. Hast du gut geschlafen? Ich hätte noch besser geschlafen, wenn jemand auch mal still gewesen wäre. Haha, tut mir leid. Io. Schon gut, es war ja ganz lustig und ich habe einiges gelernt, aber wir müssen los. Okay, also heute ist ein Prüfungstag. Ich hoffe, ich kann vorher nochmal abspeichern, dass wir die Folge beenden können. Platzierungsprüfung. Anscheinend nicht. 俺たち初等練士は年4回の検定試験によって実力を審査される。検定試験の科目には剣の実技試験、型の演武、新生術の実技試験と筆記試験がある。 Okay, lieben Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier ganz kurz mal Pause. Sehen uns wieder in der nächsten Folge Sword Art Online Alicization Lycoris. Dann sind wir bei der Prüfung. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz dolle fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin. BB, euer Hyuga.